Oben, einmal oben machen, wieder relaxen, einmal alles. Wunderbar. Und jetzt ist das Ziel nur die untere. Die obere bleibt, die Mitte bleibt, nur die untere. Genau, nur die untere Bauchmuskulatur zieht nach innen. Der Bauch frisst sich selbst, sagt man ja gerne. Bauch hat Hunger auf sich selbst und frisst sich selbst. Wupp. Beckenknochen rotieren, also im Endeffekt nur die unteren betrachtet, nach oben, nach innen, in die Diagonale rein. Wunderbar. Dieses Prinzip hier, wenn man das verstärkt, beugen gefühlt die Knie. Merkt ihr das? Wenn ihr das macht und das verstärkt, Knie beugen automatisch dabei. Und das kann man als Auslöser nehmen, als Auslöser, damit die Knie beugen, dadurch kriegt es manchmal auch nochmal einen anderen Flow. Und wenn ihr das zackig macht, rein, rein, rein. Und dabei kann der Oberkörper schön stabil bleiben, ne? Seht ihr ja, ne? Und damit könnt ihr wunderbar und, za, und, za, 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 za. Manchmal fragen sich Menschen, warum mache ich einen oberkörperfreien Shit? Deswegen, dass man das sieht. So, also wir haben vorne und Seite und vorne und Seite. Und ihr seht das, ne? Wupp, za, wupp, za, wupp, za. Rein, fertig, rein, fertig. Za, za, Ferse, wupp. Achtung, angekommen, men. Von hier aus ist ein bisschen mehr tänzerische Qualität gefordert. Guckt, schaut es euch am besten mal an, weil ich möchte das hier haben.